Profilbearbeitungszentren müssen also sehr modular und flexibel sein, damit sie im Durchlauf die ganz verschiedenen Fenster produzieren können. Aber jetzt möchte ich gerne wieder über etwas sprechen, womit ich mich auch wieder ein bisschen besser auskenne, und zwar die Automatisierungstechnik, die dahinter steckt. Ludger, erzähl doch mal, wie sieht denn euer Automatisierungskonzept aus? Wie du schon sagtest, bildet Schirma ja modulare Maschinen, Bearbeitungsmaschinen her. Das heißt, aus weitgehend standardisierten Prozessmodulen konfigurieren wir die kundenindividuelle Lösung. Das heißt, unsere Gesamtanlagen sehen immer unterschiedlich aus, aber wir nutzen immer unsere standardisierten Module. Und dieser modulare Gedanke setzt sich natürlich auch in der Steuerungstechnik fort. Also das heißt zum Beispiel im Schaltschrank, dass wir also ein weitgehend standardisiertes Schaltschrankkonzept auch haben. Die Bestückung kann dadurch dabei durchaus eben variieren, aber sie folgt natürlich auch mal einem gewissen Konzept. Ja. Und man sieht hier also zum Beispiel den Industrie-PCs, wir setzen ein oder zwei PCs an, je nach Anlagengröße. Wir haben dann die Antriebstechnik, wir haben die Bussysteme und das folgt also, wie gesagt, immer so einem gewissen Standard. Ja, das sind ja schon mal drei wichtige Komponenten oder Säulen, die wir bei Beckhoff haben. Nutzt ihr auch TwinCAD? Wir nutzen TwinCAD und insbesondere natürlich eben auch die PC-basierten Steuerung von Beckhoff, auf dem TwinCAD dann läuft. Und für uns hat das aus unserer Sicht einen sehr, sehr großen Vorteil, weil wir ja sehr intelligente Maschinen haben, die also mit Losgröße 1 ganz intelligent gesteuert werden müssen. Wir haben viele, viele Datenbankanbindungen und da bietet sich natürlich eine PC-basierte Steuerung an. Genau, okay, verstehe, alles klar. Das heißt, ihr seid schon lange Beckhoff-Kunde, aber was ist denn jetzt so das, was du dir vielleicht noch wünschen würdest als i-Tüpfelchen für eure Steuerung, für euer Automatisierungskonzept? Gibt es da irgendwas, was du sagen würdest, das wäre echt super, wenn es das gäbe? Wir versuchen immer, diesen modularen Gedanken voranzutreiben, einerseits der Technologie wegen, aber auch wegen der eigenen Wertschöpfungskette. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Vormontagebereich, in dem wir unsere Module vorbereiten, also montieren. Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir die Installation vielleicht teilweise auch im Betriebnahme in dem Bereich schon vollziehen können. Heute ist es ja so, dass wir die Maschinen in Linie stellen, im Prinzip aus diesen Modulen heraus und dann die Gesamtinstallation erst gemacht wird und dann die Gesamtinbetriebnahme. In dem Moment benötigt die Maschine schon viel Platz. Für unseren Fabrikdurchlauf wäre es noch schöner, wenn wir da diese Modularität noch weiter vorantreiben könnten. Ja, also diese Anforderung Modularität, Time to Market, die, bin ich ganz ehrlich, hören wir nicht zum ersten Mal von dir, sondern haben wir auch schon von ein paar anderen Kunden gehört, auch schon vor längerer Zeit. Und ich glaube, dass wir da ein Produkt auf den Markt gebracht haben, was diese Anforderungen und Wünsche ganz gut erfüllen kann. Wunderbar. Danke, Ludger. Danke.